Ein Hallo und willkommen zu dieser Folge. Ampel wird grün. Los geht's. Wo hat der denn hingeschaut? Geil. Drum, ja, es kann ja nur noch besser werden. Nächste Ampel. Das ist doch, ey, der holt mit seinem Ford hier mehr aus als der LKW-Fahrer vor ihm. Ich glaube, das sagt wirklich alles. Digga, was ist schief bei denen? Da ist ein dickes Vorfahrtsschild, Alter. Die Spur fällt hier in 150 Metern weg, ordnen wir uns doch mal ein. Dann halt nicht. Aber das Spurende kommt ja bekanntlich auch wirklich immer unglaublich plötzlich. Alter, das ist der Irre. Boah, Junge, ist der Irre, Alter. Alter. Nachts auf der Landstraße, was könnte da bloß passieren? Wildwechsel? Ja, mal gucken, was uns vors Auto läuft. Alter, einfach mal ein ganzer Baum. Der Einsender sagt, sie hätten hier zusammen mit dem nachfolgenden Auto die Stelle dann noch von beiden Seiten abgesichert und die Feuerwehr informiert. Und ich würde sagen, das war auf jeden Fall auch goldrichtig hier. Trotzdem möchte ich auch nochmal anfügen, dass es halt unglaublich wichtig ist, sich an Sichtfahrgebot zu halten. Gerade nachts sieht man ja doch weniger, als man denken würde. Das nächste Mal ist es halt kein Baum, sondern ein Fußgänger. Und das wäre schlecht, vor allem wenn man wegen Gegenverkehr mal nicht ausweichen kann. Auf breiten Straßen wie hier sollte man innerhalb der Sichtweite anhalten können. Ist die Straße schmal und man teilt sich seine Fahrspur mit dem Gegenverkehr, dann in halber Sichtweite. Ja, Überraschung. Ja, aber da sieht man halt, wie wichtig das Ganze ist. Hier haben wir doch mal eine richtig schöne grüne Ampel. Da geht es jetzt richtig vorwärts. Wirklich? Ja, wirklich. Also ich bin mir wirklich nicht sicher, aber ist hier rechts jetzt eigentlich Halteverbot oder so? Der Schilderwald auf der rechten Seite. Alter Hamburg, ihr habt echt einen an der Klatsche. Also ich finde, da hätte man ja ruhig noch ein paar mehr Schilder aufstellen können, oder? Aber Schilder, Schilder, ja, gut ist es, wenn man auch drauf schaut. Von rechts kommt ein Beschleunigungsstreifen und wir sehen oben an der Schilderbrücke, es gibt zwei Fahrspuren, rechts ist halt der Beschleunigungsstreifen. Und auch die Schilderbalken rechts kündigen ja an, dass die Abfahrt erst noch kommt und noch nicht da ist. Ich weiß ja nicht, aber wo hat er bitte hingeschaut? Okay. Die Unfallstelle rechts, ja, zum Gucken, da muss man sich erstmal richtig, richtig viel Zeit nehmen. Oder wäre vielleicht eine stressige Situation, Sanja. Extrem. Fahr halt zu und halt nicht den Betrieb auf. Aber man kann sagen, der Viktor hat es auf jeden Fall hier mit Blaulicht und so. Ein paar Wochen später, Einsatzfahrzeug von vorne. Der von rechts kommende Opel sieht den bestimmt und lässt ihn durch. Nee, oder? Doch, natürlich. Von links kommt ein Auto. Und ja, der Einsender hätte nicht fahren sollen, aber der Hintermann, der ist jetzt extra im Kreisverkehr nicht rausgefahren, um noch gestikulierend hinter uns herfahren zu können. Also sich ärgern ist ja das eine, das kann ich ja verstehen, aber irgendwie kann man es auch übertreiben. Das ist schon eine halbe Minute später hier. Um die Auffahrt B6 zu nehmen. Dem Streckenverlauf 5 Kilometer folgen. Ah, Scheiße. Glatt, 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 glatt. Und unser Hintermann hupt erstmal. Klar doch, dadurch geht's jetzt ganz bestimmt schneller. Mensch, warte doch mal hier. Sag mal.
Wir werden es wohl nicht erfahren, aber falls hier nicht irgendwie Öl auf der Fahrbahn war oder so, hätte mich mal brennend interessiert, wie alt seine Reifen sind. Ich weiß jetzt nicht, ob der Vordermann ABS hatte und vor allem, ob es dann auch funktioniert hat. Vielleicht haben hier als Impuls des Ausbrechens beim Bremsen auch kurz die Hinterreifen blockiert. Aber normal ist das bei der Geschwindigkeit ja nicht, sonst hätten bestimmt vor ihm schon 50 andere Leute in der Leitplanke drin gehangen. Ihr wisst ja schließlich, wie die Leute fahren. Brauchen Sie Hilfe, oder? Nee, bin ich irgendwo gegengeknallt, gar nicht. Ja, ganz minimal. Also, wir haben Glück gehabt. Also, das Auto hat sich gedreht, aber das ist nur hinten, also ganz minimal nur hinten. Guck mal an, alles klar. Boah. Ja, ja. Gut, es war nicht hinten, sondern vorne, aber ich denke, wir können hier echt festhalten, er hat nochmal richtig, richtig Glück gehabt. Der hätte beim Gegenlenken auch schnell einen Gegenpendler in die andere Richtung haben können, dann wäre der wirklich frontal im Gegenverkehr gelandet. Der wäre nämlich genau im falschen Moment gekommen. Hier schauen wir mal nach links und achtet auch mal darauf, was das Radio oder Hörbuch hier sagt. Na Freundchen, hast du was verwechselt, wa? In der Tat, das ist definitiv völlig falsch. Aber, ja, wir können es heute einfach. Aber komm, besser wird's hier, wir biegen rechts ab, links von uns ist die gerade Ausspur. Naja, so viel dann dazu. Aber ihr wisst ja, alle guten Dinge sind drei. Baustellenende, Tempo 80 werden hier aufgehoben, weiter geht's. Und zunächst mal ja, der kann hier halt einfach unmöglich so rüberziehen, ohne auch überhaupt nur an uns vorbei zu sein. Keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. Den Ärger des Einsenders kann ich auf jeden Fall verstehen. Trotzdem möchte ich die Szene gerne auch mal für den Hinweis nutzen, dass ich es zumindest ein bisschen unglücklich finde, dass der Einsender hier mitbeschleunigt. Ja, das Tempolimit ist vorbei. Natürlich ist zu erwarten, dass unser Einsender dann beschleunigt, das verstehe ich ja. Aber lass die Leute doch erst vorbei, sodass sie die Spur auch wechseln können. Weil so beschleunigen, dass man effektiv wirklich neben den Leuten her beschleunigt, so wie hier, das ist halt einfach für beide Seiten unangenehm. Und vor allem ist es ja auch einfach super leicht zu vermeiden. Eigentlich muss ich hier ja gar nichts sagen, ihr wisst bestimmt schon, was kommt, oder? Was er dann sicherlich auch wisst, ja, weil das einmal schon so wunderbar funktioniert hat, geht das natürlich noch ein zweites Mal. Hier sind wir jetzt mit dem LKW unterwegs, achtet auch mal auf das Hörbuch. Keine Ahnung. Kurz nach unserem Telefonat hat er mich angegriffen. Ich dachte, er bringt mich um. Das denkt man bei ihm hier aber auch, ey. Keine Ahnung, wie schnell der war. Es gibt nicht genug Referenzpunkte, um das sinnvoll anzugeben. Aber aus meiner Erfahrung mit dem Berechnen war das sicherlich 150 aufwärts. Im Überholverbot, im Kurvenbereich, vor der Kurve, bei Gegenverkehr. Da fällt dir doch eigentlich echt nichts mehr so ein. Aber drum, besser wird's heute nicht mehr. Links hingegen, da habt ihr jetzt noch einen weiteren Videovorschlag verlinkt. Da gibt's jetzt definitiv noch mehr Action. Klickt ihr drauf, ja, dann kommt dahin. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.